Ja, hallo liebe Freunde, ich habe mich entschlossen, spontan dieses Video aufzunehmen, weil heute ist für mich wirklich sehr besonderer Tag. Heute vor 34 Jahren bin ich aus dem Klinikum in Essen aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen worden. Dort habe ich aufgrund meiner Suchtkrankheiten eine Entgiftung machen müssen und bin dann in die Fähre entlassen worden, wo ich an dem Tag mein Vorstellungsgespräch geführt habe und bin dann Gott sei Dank damals sofort in der Fähre aufgenommen worden. Warum Gott sei Dank? Weil ich durch meine Suchterkrankung wirklich alles verloren hatte, auch meine Wohnung. Ich war wohnungslos. Und hätte mich die Fähre nicht aufgenommen, hätte ich nicht gewusst, wohin. Das wäre wahrscheinlich die Besiegelung meines Schicksals gewesen. Noch ein Rückfall hätte ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überlebt. Gott sei Dank hat mich dann die Fähre aufgenommen, ohne zu fragen, wer wie was bezahlt und finanziert, und haben mir sofort ein Zuhause gegeben. Ja, und dieser Tag der Entlassung aus der Entgiftung und der Aufnahme in der Fähre ist im Grunde genommen für mich der Stichtag. Ich war zwar an dem 28. Mai 1982, so lange liege ich da zurück, noch nicht ganz clean, weil ich vor der Entlassung morgens bei der Visite den Arzt darauf hingewiesen habe, dass ich zur Fähre gehen soll, um mich da vorzustellen, und ich mir das nicht zutrauen würde. Ich hatte Angst vor einer Panikattacke oder vor irgendwas, dass ich dann aufgrund dessen irgendwie mir eine Flasche kaufe und um meine Hemmungen und so weiter, meine Ängste irgendwie in den Griff zu halten. Und immerhin hatte ich ja gut 10 Jahre meines Lebens fast nichts anderes gemacht, als den Alltag mit Alkohol, Drogen oder Tabletten irgendwie zu bewältigen. Insofern war ich in der Situation, in dem Moment, vor allen Dingen nach so einer kurzen Entgiftung, vollkommen überfordert damit, jetzt plötzlich ohne irgendwas da zur Fähre fahren zu müssen. Das kann sich nur jemand vorstellen, deswegen versucht euch gar nicht irgendwie da reinzudenken, der selber Ähnliches mitgemacht hat. Du kannst nicht mehr leben, du bist lebensunfähig, wie ein kleines Kind, du musst laufen lernen. Und insofern habe ich dann eine Spritze gekriegt, kurz bevor ich mich auf den Weg zur Fähre gemacht habe. Die hat dann dafür gesorgt, dass die Angstzustände weggingen und ich den Weg bis zur Fähre irgendwie ohne Rückfall überstanden habe. Und streng genommen, die hielt 24 Stunden an bis zum nächsten Tag. Bin ich erst seit dem 29. Mai 1982 absolut clean and dry. Danach habe ich nie mehr was genommen, sei denn, mir sind Zahn gezogen worden oder ich bin operiert worden. Das geht nicht ganz ohne Betäubung. Aber die habe ich mir ja dann nicht bewusst zugeführt, um heil zu werden, sondern die ist mir zugeführt worden, um mich operieren zu können oder mir einen Zahn ziehen zu können. Bewusst habe ich mir seitdem nie mehr irgendwelche Stoffe zugeführt, die mein Bewusstsein eben trüben, beeinflussen und mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändern, meine Wahrnehmung verändern, meinen Seinszustand irgendwie beeinflussen. Und für jemanden, der so lange mit unterschiedlichsten Drogen sein Leben nur in der Lage war zu bewältigen, ist das schon ein Riesenschritt gewesen. Heute kann ich mir das kaum vorstellen, wenn ich an die Anfänge denke, dass ich das bis hierhin geschafft habe. Weil zu der Zeit war es ja auch so, dass ich nicht nur keine Wohnung hatte oder Geld oder irgendetwas, sondern ich hatte zu der Zeit natürlich auch keine, sage ich jetzt mal, nüchternen Freunde mehr. Weil dadurch, dass ich obdachlos gewesen bin, sind natürlich auch und in den Jahren schon zuvor durch meine Exzesse sämtliche Freundschaften, wenn sie überhaupt mal bestanden haben, zerbrochen. Die Menschen sind ihren eigenen Weg gegangen und auch das Verhältnis zu meiner Familie
war natürlich entsprechend gestört. Da herrschten natürlich große Vorbehalte, Ängste. Und das war ja auch für die Familie während meiner Trainingszeit eine enorme Belastung. Und infolgedessen stand ich vollkommen alleine da. Hatte also, sage ich jetzt mal, keine großartige Unterstützung durch irgendwen. Ja, und die Zeit in der Fähre, die war für mich sehr wertvoll. Ich habe eine Menge über mich lernen können. Vor allen Dingen habe ich lernen können und müssen, wie ich meinen Alltag eben strukturieren kann, wie ich mit mir, mit meiner Persönlichkeit, die ja nicht so einfach ist, mit meinen Verletzungen und so weiter, wie ich damit umzugehen habe, wie ich mir meinen Alltag so strukturieren kann, dass ich ihn eben in nüchtern leben kann, wie ich mit Konflikten umgehe, was wichtig ist, um überhaupt jeden Tag und dann auch so lange Zeit irgendwie nüchtern überleben zu können, sich immer wieder vor Augen zu führen, wo man herkommt, dass eben meine Entscheidung, nüchtern zu leben, nicht dem Zufall geschuldet ist oder anderen Dingen, sondern dass es eine bewusste Entscheidung war, weil mich der Alkohol, die Drogen und die Tabletten umgebracht hätten. Ins Elend hatten sie mich schon gestürzt und der Tod war nicht weit. Und insofern hatte ich gar keine andere Wahl. Und da darf ich natürlich, und wir Menschen vergessen ja schlimme Dinge, auch ich vergesse schlimme Dinge, ich verdränge die Unangenehmes. Und das ist für mich als Suchtkrank, wäre es eben tödlich, wenn ich nach Jahren gar nicht mehr wüsste, warum ich nicht mehr trinke. Schnell könnte ich mir dann einreden, hast schon so lange nichts getrunken, hast du alles im Griff, wunderbar. Und das wäre ja im Moment, nehmen wir mal an, ich würde den heutigen Tag nehmen, auch so. Ich habe ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ich arbeite fast 18 Jahre jetzt im öffentlichen Dienst. Ich wirtschaftlich geht es mir ja einigermaßen gut. Also ich habe zumindest keine Verbindlichkeiten, die ich zu tilgen habe oder irgendwelche Bedrohungen, mit denen ich mich zu befassen habe. Mein Leben ist, sage ich jetzt mal, geordnet. Und verläuft in überschaubaren Bahnen. Ich habe einen stabilen Freundeskreis, zu denen gehören Suchtkranke und Nicht-Suchtkranke. Ich habe immer noch Kontakt zu Leuten, mit denen ich damals in Affäre war, also weit über 30 Jahre. Ist auch für mich ganz wichtig, weil sie kennen mich, ich kenne sie. Wir kennen unsere gemeinsamen Wurzeln. Keiner muss dem anderen irgendwas erzählen. Wir wissen, warum wir so leben, wie wir leben. Dass er eben kein Zufall ist, sondern eine bewusste Entscheidung, um nicht dahin wieder zurückzukehren, wo wir herkommen. Ja, und ich bin wild entschlossen, diesen Weg auch weiterzugehen. Ich freue mich, dass ich 34 Jahre nüchtern gelebt habe bis jetzt. Ich habe in den 34 Jahren natürlich sehr, sehr schöne Stunden gehabt, von denen ich keine missen möchte. Aber es gab natürlich auch in den 34 Jahren sehr viele bittere Momente, traurige Momente, Abschied von Familienangehörigen beispielsweise. Eltern sind gestorben, meine nach mir geborene Schwester Sabine ist gestorben, damit musste ich fertig werden. Und das war gerade 4,5 Jahre, nachdem ich nüchtern war, beziehungsweise nachdem ich aus der Fähre war, 1988. Ich war gerade mal etwas über 2 Jahre aus der Fähre, als meine Schwester starb. Ich stand also noch nicht auf so stabilen Beinen wie jetzt. Jetzt liegt das ja fast 30 Jahre zurück, sondern ich stand noch auf ziemlich wackeligen Beinen und habe meine ersten Gehversuche draußen gemacht, war dabei, mich hier draußen zu etablieren, also meine Schulden aus der Vergangenheit zu tilgen, mir eine berufliche Perspektive aufzubauen. Die ja dann Jahre später meine Schwester leider nicht mehr mitgekriegt, darin gemündet ist, dass ich nochmal zur Schule gegangen bin. Habe auf der Andrea-Schule die mittlere Reife nachgemacht von 1990 bis 92, dann von 92 bis 93 das Fachabitur und von 93 bis 96 habe ich studiert. Nach meinem Studium das Anerkennungsjahr gemacht und wie gesagt, seit 1998 arbeite ich Dezember 98 für meinen jetzigen Arbeitgeber. Dieser ganze Werdegang, den hat meine Schwester leider nicht verfolgen können. Ich hatte
weil meine verstorbene Schwester ein Jahr nach mir zur Welt gekommen ist, fast genau ein Jahr nach mir. Am 22. Oktober 1959 kam sie zur Welt. Zu dieser Schwester eben ein besonders enges Verhältnis, denn meine weiteren Geschwister, auch Mädchen, sowohl die Schwester Petra, die 1962 zur Welt kam, als auch die Schwester Ute, die 1967 zur Welt kam, hatten aufgrund des Altersunterschiedes natürlich nicht so viel Nähe. Bei der Ute war es besonders dramatisch, weil als die Ute zur Welt kam, da war ich ja schon 8,5, fast 9. Und als die Ute dann, meine jüngste Schwester, sag ich jetzt mal, krabbeln oder laufen lernte, da hatte ich schon meine ersten Kontakte zu Alkohol. Und da, sage ich jetzt mal, hat sich eben so dieses Drama, begann gerade zu dieser Zeit. Und meine Schwester hat mir, als ich dann nüchtern war und wir Kontakt hatten, dann irgendwann mal gesagt, dass sie jetzt erst ihren Bruder kennenlernt. Also als erwachsener Mann, dass sie mich überhaupt nicht gekannt hat, weil sie mich nur betrunken erlebt hat oder unter Einfluss von Drogen, also jedenfalls nicht nüchtern. Und ja, wir haben also sehr spät erst ein Verhältnis zueinander aufgebaut. Und das war bei der Sabine eben anders. Die hat eben ihren Bruder nüchtern gekannt als Kind. Wir sind ja zusammen aufgewachsen. Wir haben zusammen im Sandkasten gespielt. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass meine Schwester mir alles nachgemacht hat. Ist ja klar, ich war der ein Jahr Ältere. Habe natürlich dann auch als erster sprechen gelernt und meine Schwester hat, wie ich fast gesagt, hat mir alles nachgeplappert. Und insofern war der Verlust dieser Schwester so, weil das ist ja kein, das ist ja nichts bewusst, sondern das ist, man merkt das erst, wenn solche Menschen sterben, wie nah die einem gestanden haben. Da sind also viele unbewusste Anteile, die da wachgerufen werden, die ganzen Kindheitserinnerungen, das ist so gewesen. Ja, als wenn mir ein Stück aus meiner Seele rausgeschnitten worden ist. Und ich möchte eigentlich behaupten, dass ich an dem Tag, an dem meine Schwester gestorben ist, ist ein Stück von mir mitgestorben. Ich bin mitbeerdigt worden, ein Teil von mir. Weil dieser Teil, den wir gemeinsam erlebt haben, der ist ja mit meiner Schwester, mit ihrem Tod, auch beerdigt worden. Den gibt's nicht mehr, da gibt's keine Fortsetzung mehr. Diese Geschichte zwischen ihr und mir, die ist beendet und die findet keine Fortsetzung mehr. Und ganz offen und ehrlich über die Erschütterung, über ihren Tod bin ich eigentlich nie so richtig hinweggekommen. Im Leben werden wir ja nicht gefragt, das weiß jeder, der schon enge Angehörige verloren hat, ob wir was wollen oder nicht. Das Leben spielt eine eigene Melodie. Ja, und wir müssen uns ihr beugen und mit dem gefasst umgehen, was das Leben uns bietet, vor welche Herausforderungen uns es stellt und mit welchen Schicksalsschlägen wir im Laufe unseres Lebens konfrontiert werden. Und wichtig ist, um all das, also diese Herausforderungen, Schicksalsschläge und so weiter bewältigen zu können, ist es eben wichtig, dass ich auf der anderen Waagschale, dass da was ist, wofür es sich anschließend in der Situation lohnt, weiterzuleben, weil in solchen Momenten wünscht man sich ja manchmal selber, dass man tot wäre, dass man nicht weiterlebt, weil man sich fragt, wofür eigentlich noch, welchen Sinn hat das. Und viel schlimmer muss ja natürlich sein, wenn eigene Kinder, sage ich jetzt mal, sterben oder ein Partner, mit dem man Jahre, Jahrzehnte gelebt hat und mit dem man im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, den Lebensabend geplant hat. Und plötzlich bricht da was weg und ich stehe da mit leeren Händen und muss dann plötzlich alleine, autark, meinen Lebensabend planen und muss mir ganz neue Perspektiven geben. Das sind natürlich existenzielle Herausforderungen und da kann es durchaus sein, dass wir an denen zerbrechen und dass sie letztendlich auch dazu führen, dass wir ja unserem Leben ein Ende setzen, dass wir damit nicht fertig werden. Passiert immer wieder. Das sind wirklich bedrohliche Situationen, ne, zu denen natürlich auch schwere Krankheiten gehören. Oder der Verlust des Arbeitsplatzes kann auch dazugehören. Je nachdem, wie alt ich bin, hat das ja unter Umständen jetzt, werde jetzt 58 in diesem Jahr, hat das ja teilweise auch einen endgültigen Charakter, weil in meinem Alter, so, ich hoffe, dass mir dann natürlich nicht passiert, aber sollte ich nochmal arbeitslos werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine neue Perspektive kriege. Kennt das System, muss ich euch nicht so sagen. Wir werden
Ich will jetzt keinen politischen Diskurs führen, aber wir werden ja alle verarscht. Der Renteneintrittsalter wird immer höher gesetzt und dabei kriegst du schon mit Mitte 50 keinen Job mehr. Das ist Verarschung hoch drei im Grunde genommen. Ja, Versklavung und Verelendung der Arbeitnehmerschaft, aber ihr kennt ja meine Haltung, wer bei mir meinen Blog liest oder bei Facebook meine Aktivitäten verfolgt, weiß, wo ich politisch stehe und dass ich damit überhaupt nicht einverstanden bin. Also wird in unserem Land eine Politik gemacht und das schon seit Jahrzehnten, die ist unerträglich. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, weil wenn ich mich damit befassen würde, würde ich mir nur den Tag versauen. Und da möchte ich einfach nicht, weil das eigentlich ein schöner Tag ist. Ich bin froh, dass ich noch nüchtern bin und dass ich hier sitze und euch davon erzählen kann. Ich habe in diesen 34 Jahren noch wunderbare Menschen kennengelernt, tolle Begegnungen gehabt, wunderbare Gespräche, tiefgehende Gespräche, eine Menge erkennen und erleben dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe für meinen Geschmack auch einiges erreicht, wovon ich geträumt habe. Ich war ja zum Beispiel immer ein Anhänger von Motorrädern. Ich habe immer eine Faszination für Zweiräder gehabt, weniger für Autos. Das ist einfach so. Und ich meine, obwohl ich ein Auto habe, aber das war nie so mein Steckenpferd. Das waren eher die Zweiräder. Ja, und durch meine Sucht sind ja diese ganzen Sehnsüchte alle vereitelt worden. War ja gar nicht dran zu denken, einen Führerschein zu machen. Geschweige denn, mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs zu fahren. Selbst Mofa konnte ich ja nicht fahren. Da haben sie mich immer angetrunken, erwischt und bin mit zur Wache gekommen. Der Führerschein wäre gleich weg gewesen. Also ein Unding. Und ich konnte erst den Führerschein machen, nachdem ich von meiner Sucht genesen war. Und da habe ich ihn auch gemacht und Gott sei Dank im ersten Anlauf erfolgreich. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass mir das gelungen ist. Ein Freund hat mich damals finanziell unterstützt. Ich war noch in der Ferien, den Führerschein gar nicht leisten können, weil wir kriegten ja da nur Taschengeld. Ich hatte gar nicht die Mittel dazu und wir haben uns eben gut verstanden. Er war sehr wohlhabend und hat mir da eben unter die Arme gegriffen. Das war auch der Freund, mit dem ich dann Jahre später, als wir beide nicht mehr in der Fähre waren, nach Dänemark, nach Schweden und nach Norwegen gefahren bin und einen kurzen Abstecher nach Estland gemacht habe, nach Tallinn mit dem Schiff. Leider Gottes ist er nach dieser Tour kurze Zeit später tot von seiner Mutter in der Badewanne gefunden worden. Ja, er ist eben mit seiner Erkrankung, sowohl mit seiner Sucht als auch mit seiner psychischen Erkrankung, er war psychotisch, nicht zurechtgekommen und hat, so vermute ich, sein Leben ein Ende gesetzt. Er liegt in Bredeney am Friedhof begraben und so habe ich natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte viele Wegbegleiter bedauerlicherweise verloren, die den Kampf mit der Sucht nicht erfolgreich gemeistert haben, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, ihr Leben wieder mit Drogen, Alkohol oder Tabletten irgendwie auf die Reihe zu kriegen und oder leichtsinnig geworden sind und die dann Opfer ihrer Krankheit geworden sind. Aber viele sind auch gestorben an anderen Erkrankungen, an Folgeerkrankungen, an Leberzirrhose. Dann Anfang der 80er Jahre, als ich nüchtern wurde, kam ja die Krankheit AIDS auf. Viele sind auch an den Folgen von AIDS gestorben. Ich könnte jetzt hier viele Namen aufzählen. Und einige haben sich auch das Leben genommen und sich umgebracht. Da wäre eine lange Liste, wenn ich die aufzählen würde. Also das sind natürlich prägende Erfahrungen. Also sage ich jetzt mal, ich bin zwar nie im Krieg gewesen, habe Gott sei Dank keinen erlebt, also mit Waffen, aber trotzdem habe ich einen Krieg erlebt, nämlich den Krieg, den wir mit unserer Suchterkrankung gekämpft haben, gegen uns selbst. Und viele sind eben diesem Krieg zum Opfer gefallen, haben ihn nicht überlebt. Ich Gott sei Dank sitze noch hier, dafür bin ich auch dankbar, das ist nicht alleine mein Werk. Ich weiß, wie oft der liebe Gott die Schöpfung, und davon bin ich fest überzeugt, das weiß ich jeden Abend, wenn ich ins Bett liege, nicht ins Bett liege, das ist kein Spruch. Ich kann nichts daran machen, ob ich morgen früh wieder die Augen aufmache, das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann nicht in meine Brust fassen und kann mein Herz weiter schlagen lassen. Wenn es aufhört zu schlagen, hört es auf zu schlagen. Und das habe ich vor langer Zeit schon erkannt, insofern vertraue ich mich da den lieben Gott an. Das ist meine feste innere Überzeugung. Wenn ich sterben soll, dann werde ich sterben. Da kann ich strampeln, so viel ich will. Es sind schon ganz andere Leute gestorben, die haben gesünder gelebt, die haben nicht mit dem Teufel gepokert
Und also ich sage jetzt mal im Unterschied zu mir, was das anbetrifft, brave, liebe Menschen, ganz asketisch gelebt, ganz vernünftig, die haben alles getan, die sind gelaufen, selbst der Erfinder des Joggens ist meines Wissens nach, wenn ich mich nicht vertue, mit 50 Jahren dann verstorben, wo man eigentlich hätte meinen sollen, ich sage jetzt mal jetzt nicht böse gemeint, eigentlich ein Gesundheitsapostel, der müsste belohnt werden und 100 werden, aber Pustekuchen, mit dem lieben Gott kann man nicht pokern, wann unsere Zeit gekommen ist, da bestimmt einzig und allein unser Schicksal. Und nicht wir. Und ich erinnere, was ich auch so vor Augen habe, wie schnell das gehen kann, auch wenn er, sagen wir mal, ein betagter Mann war, das war eben Udo Jürgens. Ich kann mich noch an die Show im Fernsehen erinnern, als er 80 geworden ist. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ne, 80 Jahre und solche Vitalität, unfassbar, der wird bestimmt 100. Ich weiß nicht noch genau, was ich da gedacht habe. Der wird bestimmt 100. Und mich hat auch seine Bescheidenheit angenehm berührt, also und die Verlegenheit. Also man hat richtig gemerkt, er ist eigentlich nicht jemand, der sich gerne beschenken lässt, sondern eher jemand, der beschenkt, dass ihm dann unangenehm war, dass man aufhebt um seine Person und um seinen 80. Geburtstag gemacht wurde. Das hat man richtig gespürt. Also dann ist eher jemand, der auf der Bühne steht und anderen was geben möchte, anstatt selber zu bekommen. Aber kurze Zeit später hat er dann einen schweren Herzinfarkt gehabt und ist gestorben. Das hat mich wirklich richtig geschockt, obwohl natürlich 80 Jahre an sich ein gesegnetes Alter ist. Aber gerade Udo Jürgens stand für mich dafür, diese hohe Vitalität noch im betagten Alter. Und da habe ich dann gesehen, dass der Tod irgendwie, ja, der wird niemals alt. Der macht, da gab es ja ein Lied, glaube ich, wie ich weiß nicht, da hat die Juliane Werding gesungen, der macht von niemandem halt. Und auch von dem Udo Jürgens hat er eben keinen Halt gemacht. Und viele andere, die jetzt im Laufe der letzten Jahre verstorben sind, auch Künstler und Künstlerinnen, wo ich ja eigentlich sicher war, die werden mich überleben und ich nicht die. Manchmal denke ich, das ist ein Wunder. Und man kann ja auch andere Dinge nehmen. Also denke ich nur an Helmut Schmidt, der bis zuletzt auf seine Zigarette, ja gut, ganz zuletzt hat er, glaube ich, aufgehört zu rauchen, weil er Gefäße verschlossen waren, wenn ich mich recht erinnere. Aber trotzdem, bis ins hohe Alter, bis weit über 90 hat er geraucht. Und er war ja auch der einzige Politiker, der sich das Rauchen in keiner Talkshow, bei keinem Interview, bei keiner Veranstaltung hat nehmen lassen. Ich meine, man kann natürlich sagen, ziemlich ambivalent, wenn das Nichtrauchergesetz so wichtig wäre und der Nichtraucherschutz, hätte man auch ihm sagen müssen, lieber Herr Bundeskanzler oder ehemaliger Bundeskanzler, so sehr wir Sie schätzen, wir können keine Ausnahme machen, auch Sie müssen auf Ihre Zigarette verzichten. Aber da sieht man die Doppelmoral. Auch wenn ich das toll fand, dass er da eben konsequent sein Zigarettchen geraucht hat, aber die Doppelmoral unserer Gesellschaft kommt immer drauf an, wer was macht. Da ist das dann plötzlich erlaubt, da stört sich dann keiner dran. Dann sind wir alle ganz rührselig, wenn so ein Helmut Schmidt im Rollstuhl auf der Bühne gestanden hat mit einer Zigarette im Mund. Hätte das jemand anders sich gewagt, wäre ein Aufschrei der Empörung durchs ganze Land gegangen. Unverschämt die Gesundheit anderer, der seiner Zuhörer so zu gefährden. Ein Vorbild für die Nation, wie kann sowas noch passieren? Und das ist das, weil ich immer schon schrecklich fand, diese Heuchelei, die ganze Getue, das Unechte, das ist, also unsere Gesellschaft ist ja wirklich geprägt durch Heuchelei und durch Hochstapelei und mehr sein wollen, als man ist, dieser ganze Schmarren und Schmier, der Dreck und den immer im Wettbewerb mit irgendwem sein und also nicht zu sich selber finden und innere Einkehr halten und ja, so andere Tugenden eben, demütig sein, dankbar sein, nein, immer im Wettbewerb, immer besser, immer schneller. Selbst im Alter messen wir uns noch, wer ist fitter, ich bin jünger wie du, ich bin fitter, ich kann das noch, ich kann das noch, das hört überhaupt nicht auf. Deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen menschenscheu, mir gehen meine Zeitgenossen manchmal so auf den Senkel, 80-Jährige, die wie Kinder rumhüpfen müssen. Und die selbst im hohen Alter noch nicht demütig geworden sind. Also ich habe dafür nichts übrig irgendwie. Und tut mir leid, da sind mir andere Kulturen mehr Vorbild, wo man ja wirklich ein bisschen Weisheit spüren kann. Ne? Die geht bei uns in unserem Land verloren. Wir sind aus meiner Sicht ein erfolgreicher großer Kindergarten. Also intellektuell sind wir vielleicht
überragend und in der Forschung sind wir auch überragend. Aber was unsere geistige, seelische Entwicklung anbetrifft, sind wir wirklich kümmerlich, erbärmlich. Und da sind wir überhaupt nicht vorbildlich oder selten vorbildlich. Da würde ich eher sagen, da macht die Menschheit gerade die zivilisierte Rückschritte ohne Ende. Da werden wir immer infantiler, immer kindischer. Zur Reife gehört auch das endgültiges Akzeptieren können, gefasst mit Denken umgehen können, in sich ruhen. Und zum Altern gehört für mich auch nicht jeden Scheiß mitmachen müssen, den Jugendliche machen, den junge Leute machen, sondern jemand sein, wo man, also selbst wenn die Kids sagen, ach, finde ich alles ganz toll, aber ich persönlich habe da eben einen anderen Standpunkt. Man muss auch jemand sein, irgendwo, wo man sich vielleicht auch mal einen weisen Rat holen kann. Und wenn die Alten von den Kids nicht mehr zu unterscheiden sind, wer will wem raten, also dann können wir doch gleich sagen, dann brauchen wir keinen Reifeprozess im Leben, da können wir dann aufgeben. Da muss er zu irgendwas führen. Also das waren meines Erachtens nach die Weisen über Jahrhunderte, Jahrtausende für die Menschen. Und ja, die haben dann, was weiß ich, innere Erkenntnisse gesammelt und die dann den Aktiven zur Verfügung gestellt. Das ist für mich auch ein Ausdruck von Weisheit und nicht mit den anderen da draußen rumgesprungen. Aber ich will auch nicht geliebt werden, für das, was ich sage. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen weltfremd ist, was von mir kommt. Das streite ich gar nicht ab. Aber das kann ja auch gar nicht anders sein. Wenn du 34 Jahre so lebst, wie ich lebst, kommst du eben zu anderen Erkenntnissen. Als wenn du 34 Jahre, sage ich jetzt mal, einfach nur Teil der Gesellschaft bist und mittrinkst und das alles machst. Irgendwann muss sich ja ein Mensch verändern, der so nicht lebt, der 34 Jahre eben ganz anders lebt als viele andere und der mehr mit sich selber befasst, anstatt mit dem, was außen ist und der sich selbst begegnet. Das muss ja irgendeinen Unterschied machen. Und das macht einen Unterschied, das ist einfach so. Du veränderst dich und du bist ein anderer Mensch, das ist nun mal so. Und da kannst du jeden fragen, oder könnt ihr jeden fragen, der irgendwie ins Kloster geht und der innere Einkehr hält. Ne, dann, du gewinnst ein bisschen Abstand zu dem, was um dich herum geschieht. Und weil du nicht so richtig Teil davon bist und guckst natürlich dann auch viel kritischer drauf, ist nicht immer angenehm, weil du fühlst dich auch oft einsam. Das ist ja auch ein hoher Preis, den man dafür bezahlt. Da bin ich ja nicht stolz drauf. Also manchmal würde ich gerne genauso narrisch sein wie meine Umgebung. Aber dann würde ich meinen Erkenntnissen würde ich zuwidern. Und das kann ich einfach nicht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich muss mir treu bleiben. Und mir treu bleiben heißt, kann über mich lachen und ich kann mich auch selber verulgen. Da habe ich kein Problem mit irgendwie. Ich bin jetzt nicht bitter ernst. Und wer mich von Facebook kennt, der sieht ja auch, dass ich da gerne mal einen Witz mache oder so. Aber es gibt bestimmte andere Sachen, wo ich doch schon sehr nüchtern bin. Und wo ich, wo ich nicht anders kann, als mir treu zu bleiben. Das ist einfach wichtig. Ne, und deswegen, im Leben ist nichts umsonst. Das ist einfach so. Im Leben ist nichts umsonst. Du kriegst nichts geschenkt. Und ich habe mir mal, als ich vor weit über 30 Jahren nüchtern geworden bin, habe ich mal ein Gedicht geschrieben. Und einen kurzen Spruch. Ich kann es nicht jetzt so aus dem Kopf heraus, kann ich sagen, dass ich mir wünschen würde, habe ich geschrieben. Und überleg mal, da war ich ein junger Mann, etwas über 20, dass ich nicht als unreifer Apfel zu Boden fall, sondern als reifer Apfel. Und das war mein Wunsch. Ich wollte reif werden. Ich wollte erkennen. Und das will ich immer noch. Ich will wissen, warum lebe ich? Was ist wirklich Leben? Was ist meine Rolle in diesem Leben? Und ich wollte dahinter kommen, was kann ich selber ändern? Wo hört mein Einfluss auf? Was kann ich nicht ändern? Also wo muss ich gelassen Dinge hinnehmen, die ich nicht ändern kann? Und wo muss ich den Mut haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann? Da gibt es ja den Spruch von Oettinger, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und jetzt kommt's. Und die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden. Und wir kämpfen ja oft gegen Windmühlen, also setzen uns da ein und wollen da was verändern, wo eigentlich nichts zu ändern ist. Und da, wo wir was ändern könnten, da nehmen wir die Dinge als gegeben hin. Und ich möchte eben so leben, dass ich meinen Einfluss da geltend mache, wo es auch sinnvoll ist. Und da, wo ich nichts machen kann, dass ich die Dinge dann eben akzeptiere und hinnehme. Ja. Ja, und jetzt bin ich schon, wenn man, sage ich jetzt mal meinen Weg, den betrachte ich so, wenn ich den vor mir selber Revue passieren lasse, dann bin ich immer noch der gleiche Mensch, der damals vor über 34 Jahren losgelaufen ist, nüchtern, und sich niemals und lange Zeit nicht hätte vorstellen können, und das könnt ihr mir wirklich glauben, 34 Jahre nüchtern zu leben, das war für mich ein Grauen. Und ich habe Phasen gehabt, wo ich solche Angstzustände hatte. Das Leben kann nämlich ganz schön Angst machen. Weil im Grunde genommen gehen wir ja durch ein Tor der Dunkelheit. Wir tun ja immer nur so, als wenn wir alles wüssten. Im Grunde genommen, jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, beginnt ein neuer Tag. Und was kommt, das weiß ich nicht. Und Tatsache, womit da bewiesen ist, die Leute, die in Phuket am Strand gelegen haben, wussten nicht, dass ein Tsunami kommt und dass es dahin fegen wird. Und die Leute, die in irgendeinem Flugzeug sitzen und vergnügt irgendwo in den Urlaub geflogen sind oder nach Hause oder wo auch immer oder auf Geschäftsreise waren, haben nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das Leben gleich enden könnte, weil das Flugzeug abstürzt oder sonst irgendwas passiert. Und die Leute, die in den Twin Towern gesessen haben, sind ganz normal morgens zur Arbeit gegangen und waren sich sicher, dass sie abends wieder ganz normal nach Hause gehen. Wie jeder von uns jeden Tag, wenn er die Augen aufmacht, eigentlich mit der Zuversicht durch die Gegend läuft. Heute Abend werde ich wieder nach Hause gehen, dann werde ich das und das machen und morgen beginnt ein neuer Tag. Also vieles, was in unserem Leben so abläuft, sind ja Routinen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, alles ganz neu, sondern ich weiß, jetzt stehst du auf, dann kochst du dir einen Kaffee, dann machst du dich frisch und so weiter und so fort, dann ziehst du dich an, versorgst dann hier jetzt in meinem Fall die Tiere und alles das, sammelst dich ein bisschen und überlegst vielleicht nur, was steht heute an, was ist auf der Arbeit zu erleben, was ist zu machen. Und dann machst du dich auf den Weg zur Arbeit und beginnst dein Tagewerk. Und wenn du dann Feierabend hast, machst du dich auf den Weg nach Hause, überlegst dir, was hast du privat noch zu erledigen und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die wir machen, sind ja von Routinen geprägt. Und im Grunde genommen haben wir kein Bewusstsein dafür, weil Routine hat mit Bewusstsein nichts zu tun, dass jeder Tag ein einmaliges Geschenk ist. Dass ich genauso gut hätte morgens nicht wach werden können und dann mir im Laufe des Tages abertausende Dinge hätten widerfahren können, die vereitelt hätten, dass ich den Abend erlebe. Und da passiert jeden Tag anderen Menschen auf der Welt, vielleicht morgen mir, heute mir, weiß ich nicht. Und das ist nämlich Leben. Nichts anderes, wir befinden uns immer noch im Urwald, der sieht nur anders aus. Und die Gefahren sind permanent vorhanden. Heute sind es keine Säbeltiger mehr oder keine Tiger und keine Löwen, keine Schlangen, keine gefährlichen Insekten oder vielleicht zumindest in unserem Breitengraden nicht, wenn man mal von durchgeknallten Zeitgenossen aussieht oder irgendwelchen anderen Leuten, die Böses wollen, keine wilden Horden, die da irgendwie uns angreifen, also Feinde irgendwie. Und trotzdem gibt es immer noch jeden Tag die existenziellen Bedrohungen. Und jeder Tag ist mir ein einmaliges Geschenk. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dann ist nichts ist selbstverständlich im Leben. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich alt werde. Das denke ich auch, weil alt werden ist im Grunde genommen wirklich ein Wunder, weil man diese ganzen Gefahren ja heil überlebt haben muss. Und durch Glück, vielleicht weil der liebe Gott schützend die Hand über uns gehalten hat, vielleicht weil wir Gott sei Dank eben am rechten Ort waren und nicht am falschen. Wo wir hätten, nehmen wir nur die Anschläge von Frankreich in Paris, da war vielleicht manch einer, der auf das Konzert hätte gehen wollen, aus welchen Gründen auch immer, sich keine Karte gekauft hat. Oder der da, wo die Leute im Café gesessen haben und zu Tode gekommen sind, eben gerade nicht gesessen hat, aber eigentlich vorhatte, dahin zu gehen. Also ich sage jetzt mal, im Grunde genommen sind Zufälle, oder Schicksal, dass wir uns aus welchen Gründen auch immer gegen bestimmte Dinge entschieden haben und andere eben nicht und die gerade da sind und wir nicht.
Und umgekehrt kann es irgendwann mal so sein, dass wir eben da sind und dann Opfer werden von irgendwas und andere nicht. Also was ich damit sagen will, das Leben ist immer nach wie vor Dunkelheit. Ich gehe jeden Tag an und weiß nicht, was mich im Laufe des Tages erwarten wird, welche Herausforderungen auf mich zukommen werden. Und ich weiß auch nicht sicher, ob ich abends wirklich noch in meinem eigenen Bett die Augen zumachen werde, geschweige denn, wenn ich dann tue, ob ich am nächsten Morgen die Augen wieder aufmachen werde. Alles das liegt nicht in meiner Hand, ist von so vielen Faktoren abhängig. Und das, sage ich jetzt mal, wenn man das erkennt, ist ein Zeichen von Demut und Dankbarkeit. Und dazu hat man allen Grund, dankbar zu sein, weil nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass mein Leben was Einmaliges ist. Ich weiß nicht, ob ich wiedergeboren werde. Und selbst wenn das so wäre, selbst wenn es Wiedergeburten gibt, ist die Gesetz der Fall. Ich bin auch eine Wiedergeburt, Gesetz, es gäbe eine. Dann kann ich ja aus meiner eigenen Erfahrung berichten, das wäre dann im nächsten Leben nicht anders, dass ich kein Wissen davon habe, dass ich schon mal gelebt habe. Und insofern wäre das nicht nutzvoll für mich. Es kann sein, das glauben ja manche Religionen, dass man einen bestimmten Bewusstseinsgrad erreichen muss, um dann endgültig ins Nirvana eingehen zu können, also erlöst zu werden von seiner Seele. Ich glaube, die Buddhisten glauben das. Und dass man so oft eben wiedergeboren wird, bis man eben an diesen Punkt gelangt ist, also richtig weise geworden ist. Aber ich sag jetzt mal, man hat ja, alle die haben ja kein Bewusstsein, also meines Wissens nach nicht von den Leben, die sie vorher gehabt haben. Nur sie sind an einem bestimmten Punkt der Erkenntnis angelangt und müssen in dem neuen Leben diese Erkenntnis fortsetzen, bis sie dann eben diesen Zenit erreicht haben. Und ja, und so wird es mir dann unter Umständen auch gehen. Ich weiß nicht, wie oft und in welcher Form ich schon da gewesen bin. Ich habe auch nicht die Weisheit oder die Gabe, dass ich solche Leute soll es ja geben, ja, da zurückblicken kann und eventuell dahinter kommen könnte, wer ich schon mal gewesen bin und wann ich schon mal gelebt habe. Und infolgedessen ist für mich jedes Leben, wenn ich noch so oft gelebt habe, einmalig und in der Form, im Hier und Jetzt. Ja, und ich, das wollte ich schon immer. Im Grunde genommen kann man sagen, vielleicht bin ich süchtig geworden, weil meine Neugierde im Grunde genommen unbefriedigt geblieben ist. Weil ich eine Umgebung hatte, aber das ist natürlich alles hypothetisch. Wahrscheinlich auch natürlich eine Anlage, die ich in mir habe. Also ich denke schon, dass ich eine Veranlagung zur Suchterkrankung habe. Und dass bestimmte Faktoren dazukommen müssen, die dann da vielleicht, jetzt in meinem Fall sind sie dazu gekommen, dafür gesorgt haben, dass die Suchterkrankung dann eben ausgebrochen ist und sich manifestiert hat, dass ich süchtig geworden bin. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn man einmal diese Sucht erreicht hat, also diesen Kontrollverlust, die ich hatte ja eigentlich, konnte das nicht mehr kontrollieren, so gerne ich das auch gewollt hätte, weil ich wollte ja nicht alles das, was sich da in meinem Leben abgespielt hat, das wollte ich ja nicht wirklich. Ich wollte genau wie jeder von euch ein angesehener Bürger sein, reibungslos funktionieren. Also ich hatte wahrscheinlich die gleichen Träume wie alle anderen, oder nicht nur wahrscheinlich, ich hatte die. Ich wollte auch ja ein angesehener Mann sein, ich wollte eine Frau kennenlernen, ich wollte Familie haben. Ich wollte, dass andere stolz auf mich sind, dass sie mich gerne haben, dass sie mich schätzen, vielleicht sogar ein bisschen bewundern, dass ich meinen Beitrag leisten kann als Mitglied der Gesellschaft. Alles das wollte ich. Ich wollte nicht, ganz sicher nicht, dass ich irgendwann mal in der Gosse liege, so wie ich ja dann später gelegen habe, dass ich Leute anschnurre, bettle, dass ich gewalttätig werde, dass ich lüge, mich belüge, andere belüge, dass ich klaue, dass ich so viele Sachen gemacht habe, für die ich mich heute noch schäme, die auch nicht rückgängig zu machen sind. Damit muss ich ja auch leben. Das ist einfach so, auch wie ich mit Menschen teilweise umgegangen bin und was ich gesagt habe. In der Verfassung, da hat man sich ja nicht unter Kontrolle und da gehen Sachen über deine Lippen. Ja, auch meinen Eltern gegenüber, meiner Mutter gegenüber habe ich mich wirklich sehr, sehr mies verhalten und ja, der Schmerz ist noch in mir. Damit muss ich leben, das alles habe ich ja nicht gewollt. Ich im Grunde genommen habe ich Drogen genommen, Alkohol genommen, Tabletten genommen, um geschmeidiger zu werden.
um das, was mich behindert, so habe ich mich ja wahrgenommen, ich habe mich ja als eingeschränkt wahrgenommen, das wollte ich wegtrinken. Meine Hemmungen, meine Unsicherheit, meine Selbstzweifel und wollte einfach geschmeidiger werden, so dass ich das Gefühl hatte, irgendwie reibungsloser sagen wir mal, so dazuzugehören und mich stark und selbstbewusst zu fühlen und keine Selbstzweifel zu haben. Das war im Grunde genommen mein Ansinnen. Ja, und ich hätte im Leben nicht gedacht, wahrscheinlich niemand, der in die Abhängigkeit gerät. Und da gibt es ja genügend Bücher und Filme darüber und Berichte, dass das so dramatisch endet. Und keiner meiner Freundinnen und Freunde, mit denen ich damals in der Affäre war, und das sind sehr viele, waren hunderte von Menschen, die im Laufe der Jahre, ich bin ja 4,5 Jahre in der Affäre gewesen, und vorher ja auch woanders, in Bettburg-Hau und in Duisburg und ich weiß nicht wo sonst überall, und zig Entgiftungen, da habe ich ja so viele Menschen kennengelernt. Und keiner von denen hat angefangen mit dem Ziel, dass er da später landet oder schlimmer noch stirbt, sondern die wollten einfach mit ihren Unzugänglichkeiten besser fertig werden, haben gemerkt, wenn ich ein bisschen was trinke, wenn ich ein paar Pillen nehme oder wenn ich ein bisschen Drogen nehme, dann geht das besser, dann bin ich leistungsfähiger, dann bin ich weniger gehemmt, dann fühle ich nicht so eine Mauer zwischen mir und den anderen, dann gelingt mir eben mehr, dann bin ich mutiger, was auch immer. Wo ich immer auch meine Persönlichkeitsdefizite sehe. Auf jeden Fall, die wollten sie beseitigen. Oder wenn sie wollten sich erhöhen, das gibt es natürlich auch. Also mehr sein, noch stärker sein, noch leistungsfähiger sein, noch selbstbewusster sein. Also ist nicht nur, dass man, sage ich jetzt mal, sich minderwertig fühlt, sondern auch Selbstüberschätzung kann natürlich, weil in beiden Fällen ist man ja nicht wirklich bei sich, ob ich mich jetzt als wertvoll, weniger wert einschätze als andere, bin ich nicht bei mir, weil das ja nicht stimmt. Ich bin wertig, wie andere wertig sind, aber ich bin genauso auf dem Holzweg, wenn ich denke, ich bin mehr wert als die anderen. Ich bin kostbarer wie die anderen. Und das gibt natürlich auch Menschen, die dafür dann die Drogen nehmen, weil sie eben eine bekannte Droge, die das begünstigt, eben ist Kokain. Ne, eben Leistungsfähigkeit erhöhen, Selbstbewusstsein erhöhen, Coolness erhöhen. Ja, und angstfreier sein, vor allen Dingen aggressiv sein. Also das sind ja auch, deswegen sind da solche Drogen auch auf dem Vormarsch, weil unsere Gesellschaft ja genau diese Persönlichkeiten fördert. Unsere Gesellschaft ist ja, wie ich gesagt habe, eben keine bescheidene, demütige Gesellschaft, sondern eine, ja schon, immer mehr geworden. Wir kamen aus der Bescheidenheit. Nach dem Krieg, 2 Weltkriege, die erste Generation der Politiker und der Wirtschaftsleute war recht bescheiden. Wir waren froh, dass uns unser Umfeld, unser Europa wieder akzeptiert. Gestern noch gehört im Radio die Versöhnung von Bundeskanzler Kohl mit Mitterrand und vorher mit Adenauer, die ersten Annäherungen an Frankreich, den Erzfeind von uns. Das war mal Deutschland. Heute, guck unsere Tante Merkel an, geben wir den anderen wieder Kommandos, wie sie mit ihren Schulden umzugehen haben, wie sie ihre Wirtschaft zu reformieren haben, wie man mit Flüchtlingen umzugehen hat. Wir sind wieder der Großmeister geworden, großkotzig. Und das gilt für unsere Politik, guck da Fußball. Im Grunde genommen, ist das, wohin wir gucken, wir gehen eigentlich davon aus, wir gehören zu den Gewinnern, immer. Also wir sind doch, eigentlich sind wir alle Bayern München, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns. Wir sind arrogant geworden und überheblich. Und die, teilweise sagen wir so, sind wir sehr erfolgreich. Aber trotzdem hat uns ein anderes Gesicht, auch in der Bonner Republik, diese Bescheidenheit, die Zurückhaltung, hat uns besser zu Gesicht gestanden. Das ist meine persönliche Meinung. Ich mag dieses Deutschland nicht, wie es jetzt ist. Ich mag es nicht. Und genauso sind die Menschen. Großkotzig. Wollen mehr sein, als sie sind. Gierig. Nicht umsonst haben wir halt Überschuldungsprobleme. Die hatten die Generation davor nicht. Meine Eltern nicht und die Großeltern auch nicht. Die waren auch gezwungenermaßen mit dem zufrieden, was sie hatten. Heute kriegen wir dann den Hals nicht voll. Und wenn das Geld, was wir haben, nicht reicht, dann werden eben Schulden gemacht und gekauft und gekauft und gekauft, bis uns alles über den Kopf gewachsen ist. Das ist zumindest mein Statement, so sehe ich das.
Und das ist, ich sehe mich ja auch bestätigt, man kann sich die Statistiken angucken, kann jeder von euch. Googelt gleich mal Überschuldungsproblematik in der Bundesrepublik Deutschland. Guckt euch unser Verhältnis zu Europa an, zu unseren europäischen Nachbarn, vor allen Dingen zum Ostblock. Ich finde, das ist kein Zeichen von Demut gewesen, was die Merkel gemacht hat, eine Form von Arroganz, Überheblichkeit und Abgehobenheit. Da bleibe ich bei. Das hat mit Mildtätigkeit nichts zu tun und mit Gutmenschentum. Weil dann wäre ihre Politik konsequent so geblieben, wie sie war. Dann hätte sie gesagt, ich habe einmal die Willkommenskultur gemacht und meine ausgestreckten Arme bleiben ausgestreckt. Stattdessen wird jetzt die ganze Politik geändert. Und da sieht man, sie wollte sich ins rechte Licht setzen. Genau wie mit dem Atomausstieg. Vorher sind die Atomanlagen sicher gewesen. Plötzlich, nachdem in Fukushima, da hätte man nicht gebraucht. Tschernobyl hat gereicht, 1986. Wenn es danach geht, was eine Katastrophe anrichten kann, hätten wir da schon Grund genug gehabt. Da hätten wir kein Fukushima gebraucht. Aber Tschernobyl war nicht ausschlaggebend. Da hat sie noch kurz vorher gesagt, vor Fukushima, unsere Atomanlagen sind sicher. Dann kam Fukushima und plötzlich waren sie unsicher. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eigenmächtig, so engständig Politik macht wie diese Frau. So, und ich sage jetzt mal, und dann genau die 180-Grad-Wende macht. Als sie dann gemerkt hat, nachdem die Willkommenskultur dann eben zu den ersten Problemen geführt hat, auch in der Bevölkerung und zu den ersten Widerständen und da nicht alle mitmachen, was sie für richtig hält, hat sie die Politik der Gegner eigentlich mitgetragen. Die Grenzen sind dicht, ein Deal mit der Türkei gemacht, der unsauber ist, das ist offensichtlich, das wird ja von vielen kritisiert, nicht nur von mir. Die sollen jetzt dafür sorgen, dass die Flüchtlinge eben nicht mehr zu uns kommen. Und das Elend der Flüchtlinge in Griechenland hat sie auch nicht gestört. Das war mit Sicherheit entweder gleichwertig, wäre nicht schlimmer, wie das Elend der Flüchtlinge in Ungarn am Hauptbahnhof, das ja letztendlich zu ihrer Willkommenskultur geführt hat. Da hätte sie in Idomeni in Griechenland auch sagen müssen. Das kann ich mir nicht mit angucken. Die Leute da in Zeltlagern, bei der Witterung, da hat man noch Winter. Warum hat sie da nicht gesagt, kommt alle hier? Nee, da kam schon der Gegenwind, da ist er umgeschwenkt. Nee, und wenn ich an was glaube, dann schwenke ich nicht um. Ich glaube daran, dass ich nur nüchtern leben kann. Und da kann tausendmal die Leute sagen, nee, du kannst auch wieder trinken. Da will ich mich nicht von beeinflussen lassen. Ich werde nüchtern leben. Und wenn eine Überzeugung wirklich eine Überzeugung ist, dann hätte sie die beibehalten müssen. Nee, auch ihren Kritikern im eigenen Land zum Trotz. Nee. Nicht, dass ich das für gut heiße. Ich habe von Anfang an die Willkommenskultur nicht für gut geheißen. Warum? Weil ich das nicht... Sie bevorzugt über uns. Das finde ich nicht gut. Nee, es ist nicht ihr Deutschland, wo sie aus Gutherzigkeit hier Menschen hinholen kann. Das ist nicht ihr Deutschland. Sie muss das Volk schon mitnehmen. Und vorher mitnehmen. Und nicht erst mitnehmen, wenn sie schon eine Entscheidung getroffen hat. Das habe ich von Anfang an kritisiert. Ich kann auch sagen, die Leute können gerne kommen. Hier bei meinem Nachbar im Haus ist noch was frei, da können sie dann einziehen. Da wird der Nachbar auch sagen, wie kommst du dazu, über meinen Kopf darüber zu entscheiden, wer bei mir einzieht? Das macht sie, aber mit unserem Land. Sie ist doch davon nicht betroffen. Die Bürger müssen das doch tragen. Die sind doch bedroht. Die müssen doch mit den Lasten fertig werden. Die bezahlen die 93 Milliarden für bis 2020 für die Flüchtlingspolitik. Die bezahlen die Integration. Das macht doch nicht die Bundeskanzlerin. Also ein einziger Mensch, egal ob der Merkel heißt oder sonst wer, geht um die Sache, will sich profilieren und 80 Millionen zahlen die Zeche dafür. Oder 81. Das kann doch wohl nicht sein. Das kann doch wohl nicht sein. Was ist das für ein Deutschland? Ne? Also wenn ich mich profilieren will, dann muss ich auch selber die Verantwortung dafür übernehmen. Und muss das, was ich da tue, ja, wenn sie nur ein Flüchtling im Bundeskanzleramt aufgenommen hätte, ich sag jetzt mal, dann kann ich für mich entscheiden, aber nicht für alle anderen mit. Nichts gegen, sage ich jetzt mal, also ich bin bestimmt kein schlechter Mensch. Und viele in unserem Land sind keine schlechten Menschen. Auch die Kritiker von hier sind keine schlechten Menschen. Nur die fühlen sich alle übergangen und nicht gefragt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich meine, jetzt bin ich schon wieder abgeglitten. Aber das also wie gesagt, das ist auch natürlich, das gehört auch mit dazu. Wenn man nüchtern lebt, dann kriegt man eben auch mit, weil man ja jeden Tag bewusst die Veränderungen mitbekommt, wie sich unser Land eben verändert hat.
Ne? Und also ich sage jetzt mal, von einem sozialen, sage ich jetzt mal, eigentlich sehr wohltätigen Land, wo die Starken die Schwachen mitgetragen haben und wo eine gerechte Umverteilung stattgefunden hat, sind wir spätestens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, des Ostblocks, wieder zurückgekehrt zu einer wirklich ganz brutalen Ellbogengesellschaft, zu einer Umverteilungsgesellschaft. Das ist nicht erst seit gestern. Deswegen gibt es ja auch keinen Widerstand, weil wir wie mit einem Gift mit kleinen Dosen an diesen Neoliberalismus gewöhnt worden sind. Immer wieder wurde uns erzählt, das muss so sein. Die einen müssen verzichten, die anderen müssen stärker gemacht werden. Und die Reichen müssen entlastet werden, weil sonst schaffen sie keine Arbeitsplätze, sonst fliehen sie ins Ausland. Wie lange hören wir das schon? Seit Jahrzehnten. Und umgekehrt haben wir gehört, die Renten sind zu teuer. Und es gab ja auch keine Gegenmodelle, glaubhaften. Die Linken haben da zwar gesagt, das ist ungerecht, aber die Linken hatten wir ja den Kommunismus vor Augen, haben wir gesagt, ja, was die erzählen, die können sonst so nicht wirtschaften. Wenn man denen glaubt, würden die das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen, sind wir pleite, so wie die DDR oder der Kommunismus. Also hat man den Neoliberalen geglaubt, weil man geglaubt hat, ja, der Kapitalismus hat gewonnen. Dann müssen die ja auch recht haben. Wenn die sagen, wir müssen verzichten, wir müssen Kündigungsschutz auflockern, wir müssen die Löhne senken, wir müssen Zeitarbeit im großen Stil einführen, wir müssen die Agenda 2010 einführen, wir können uns dann nicht mehr alles erlauben, wir müssen die Rentenanwartschaft nach oben setzen, wir müssen die Renten kürzen, ist ja nichts anderes. Passiert ja die Renten, deswegen haben wir ja jetzt die Armut, weil klar, die Leute auf der einen Seite weniger verdienen, zahlt sie weniger in die Rentenkasse ein und wenn dann noch, was weiß ich, bis irgendwann mal auf 43% die Rente vom Nettolohn gekürzt worden ist, aber soll von dem geringen Lohn dann an Rente übrig bleiben? Nix. Und dann kann man ja die Statistik gucken, da kann man ja alles wissen. Und nee, wir hatten dann auch nicht dann Bundeskanzler, direkt nachdem er Bundeskanzler war, für ein Großunternehmen im Ausland, für Gazprom arbeitet, nachdem er vorher Verträge für die gemacht hat als Bundeskanzler, von denen Gazprom profitiert hat. So was hat man noch nie gehabt. Wir haben, also man kann über Kohl oder andere Bundeskanzler sagen, was man will, aber das haben die nicht gemacht. Der Kohl war Bundeskanzler und danach ist er nichts anderes gewesen. Aber da ist er nicht Berater von irgendeinem Milliardenunternehmen geworden. Also ich weiß nicht, was der Mann in der SPD verloren hat. Nichts, gar nichts. Der ist ein Karrierist ohne Sondersgleichen und ein Wirtschaftsfunktionär Sondersgleichen. Mit Sozialdemokratie hat der nichts zu tun. In der FDP wäre er besser aufgehoben gewesen. Aber da sieht man, wohin sich unser Land entwickelt hat, dass so jemand in der SPD Bundeskanzler werden kann. Der schon mit 17 oder 18 vor dem Bundeskanzleramt gestanden hat, als Jungsozialist, da könnt ihr nachlesen, und hat gesagt, hier will ich rein. Das ist Gerhard Schröder. Wenn mir das einer sagt, ist er mir sofort suspekt. Wenn mich mein Weg irgendwo hinführt und ich dann irgendwann da stehe, aber wenn ich von vornherein nichts anderes im Kopf habe, dann ist doch alles, was ich mache, nur Mittel zum Zweck, um da hinzukommen. Ne? Und das darf nicht sein in der Politik. Ich muss das machen, was notwendig ist. Und selbst wenn dann unter Umständen die Karriere vereitelt wird. Es gibt andere Beispiele, ich nenne mal eins. Ottmar Schrein, aber auch ein Sozialdemokrat, könnt ihr lesen, ist verstorben. Ja, der wäre nie ins Bundesanzlerkampf gekommen, aber der ist sich selber treu geblieben. Nee. Also der hat kein Verrat an sich selber geübt. Der hat von Anfang an die Agenda 2010 verurteilt. Solche Leute gibt es auch mit Rückgrat. Aber die stehen noch nicht mit 17 vom Bundeskanzleramt. Die wollen Politik machen, um der Politik machen werden. Weil sie gesellschaftlich was verändern wollen und nicht, weil sie Bundeskanzler werden wollen, weil sie Karriere machen wollen. Und solche Leute haben wir jetzt. Für die ist die Politik mittlerweile ein Sprung mehr zur Karriere. Wenn ich da an Strauß und Wehner denke, an die Diskussion, wir haben da auch keine Opposition mehr. Was ist aus unserem Land geworden? Also das gehört auch mit zu 34 Jahren Nüchternheit. Ne? Die Bitterkeit, was aus dem Land geworden ist. Im Grunde genommen geht es doch nur noch um Wirtschaft. Es geht doch nur noch um Wirtschaft. Es geht doch nicht mehr um das Gemeinwohl. Also Wirtschaft war mal ein Teil des Gemeinwohls. Ne? Also in Frankreich gibt es den Spruch, die Deutschen leben, um zu arbeiten. Die Franzosen arbeiten, um zu leben. Da ist ein ganz gravierender Unterschied. Und so ist das bei uns. Es geht nur noch um Arbeiten. Es geht nur noch um DAX und um Aktienstände. Und wir werden alle davon bestimmt, ich gehe da einen Scheißdreck an. Ich will, genau wie früher meine Vorfahren, gehe ich arbeiten, weil ich essen muss, weil ich trinken muss, weil ich meine Miete bezahlen muss, weil nichts. Aber Arbeiten ist eine Funktion, die ich wahrnehme,
zu vielen anderen Funktionen, die ich als Bürger auch noch wahrzunehmen habe. Aber nicht die alleinige Funktion, meine einzige Aufgabe. Ich bin keine Ameise, ich bin keine Biene, deren einziger Sinn dann ist, von morgens bis abends Nektar zu holen und dann zu sterben. Aber dazu werden wir wieder gemacht. Guckt euch die Politik an. Wer profitiert davon? Wir doch nicht. Die da oben. Und da mache ich nicht mit. Das ist auch ein Prozess. Ne? Also zu sehen, was da mit uns gemacht wird. Wie manche Leute so Hampelmännchen aus uns machen wollen. Die uns vorher dies erzählt haben, erzählen sie uns was anderes. Ne? Wie wir instrumentalisiert werden, benutzt werden. Wie unsere Gefühle missbraucht werden. Und so weiter. Unsere Ängste und so weiter. Man muss genau hingucken. Das gehört auch dazu. Ne? Ne? Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Jetzt war es genug. Wer sich das angehört hat, der ist wirklich zu bewundern. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.